Geschichte aus der Jugend darf es heute für Sie sein. Und meine Damen und Herren, ich lade Sie recht herzlich ein. Huchen Sie mal zu, denn es wird pikant. Ein junger Mann und seine Nachbarin, es scheint Ihnen bekannt zu sein. Aber nein, das ist neuer Shit, eine Zeitreise sozusagen. Und ich nehme Sie mit in meine Jugend. Ich war erst 17 Jahre, meine Nachbarin war 30 mit feierrote Haar. Eine Göttin sozusagen, sie hat so freundlich gerissen. Der werte Gatte war nur hakeln, nur glaubt, es hat ein Bierst. Denn der Jugend ist die Moral egal. In der Schule war ich nicht gut, nur bei den Damen schon genial. Ja, bei ihr da schlafe ich weiter, bei ihr ist so schön warm. Und nur bei ihr mach ich mir überhaupt keine Sorgen. Über Noten, Stress und Fürchte und Klamauken, Gaunerei. Wir wollen mit Doppel kuscheln und manchmal hört man uns beim Kuscheln schreien. Auch immer aus dem Haus, weil wie ein Viech muss er schon schöpfen, damit er ankäst für sein Maus. Und was soll ich sagen, um 5 nach 8 war ich kriecht. Sie hat dann meist schon gewartet auf mich und begonnen hat die Geschichte. Eine wunderschöne Routine, täglich grüßt das Monatier. Ein sehr sportiver Vormittag in Tiger Woods Manier. Sie Mittag war so lieb und hat noch meistens für mich gekocht. Mit vollem Mund bin ich dann aus und hab ganz zufrieden gelacht. Bei ihr da schlafe ich weiter, bei ihr ist so schön warm. Nur bei ihr mach ich mir überhaupt keine Sorgen. Über Noten, Stress und Fürchte und Klamauk und Gaunerei. Bevor mit und manchmal hört man uns beim Kuscheln schreien. Ihr werdet doch wohl verstehen, dass ich nicht widerstehen kann. Bei so einem süßen jungen Burschen, wie ganz allein mit einem alten langweiligen Mann. Seine zarten Hände und die Wucht, mit der mich seine Lippen küssen, bringen mich jedes Mal ins Paradies. Ihr wisst ja gar nicht, wie das ist. Für die meisten schönen Geschichten hat ein dicker, feines Entergatte, hat die Wunden krochen. Ich hab's leider verpennt und bei der Liebe kannte er kein Pardon. Ich hab geleitet, damals klingelt und mein Blut geht am Plafon. Er zog mich durch die Wohnung und ist ziemlich mühelos. Sie können sich vorstellen, meine Angst war groß. Ich dachte an die Schule und wie schön es dort war. Von Noten, Stress und Fürcht und keinerlei Gefahr. Bei ihr, da schlafe ich weiter, bei ihr ist so schön warm. Und nur bei ihr mach ich mir überhaupt keine Sorgen. Über Noten, Stress und Fürcht und Klamauk und Gaunerei. Manchmal haben wir halt geschrien beim Kuscheln.